Wie sehen die Menschen diesen Ausstieg, die rund um ISA 2 leben und für die die Atomkraft nicht irgendeine weit entfernte und abstrakte Technologie ist, sondern eine ganz allgegenwärtige? Allein weil der 175 Meter hohe Kühlturm und seine Wasserdampfwolke hier hinter mir in Essenbach und rund um Landshut von weitem sichtbar und präsent sind. Als Orientierungspunkt, ja, da wird die Wolke fehlen. Aber sonst, ich habe mich in den vergangenen Tagen in der Region mal umgehört. Ich starte in Landshut, Niederbayerns Bezirkshauptstadt und seit Jahrzehnten Atomkraftstandort. Am Stadtrand treffe ich Peter Hohennester und seinen Sohn Maximilian. Beide arbeiten im Kernkraftwerk, genau wie auch schon der Großvater. Drei Generationen Atomenergie. Die dritte Generation, aber auch die letzte Generation. Muss man fast so sagen, leider ja. Also es hätte noch eine vierte kommen können, eine fünfte. Je nachdem, wie lange das halt noch gelaufen wäre. Aber muss man jetzt halt einfach damit leben, dass das jetzt halt die letzte ist. Innerhalb der Familie konnte Peter Hohennester seine Überzeugung von der Kernenergie weitergeben. Nach außen hin sei das nicht gelungen. Wir haben es in 35 Jahren nicht geschafft, dass man als Kernis, sage ich jetzt einmal, ein Vertrauen oder Anerkennung oder Respekt von der Bevölkerung erwirken oder beweisen können, dass diese Sachen nicht rauskommen, dass man einfach so weit geht und sagt, wir wollen das abschalten und braucht man nicht mehr. Wir werden es brauchen. Die Brücke, auf der wir stehen, liegt, geht es nach der Bundesregierung, zwischen Zukunft und Vergangenheit. Auf der einen Seite das Atomkraftwerk, auf der anderen die Erneuerbaren, das Wasserkraftwerk. Sie haben sich für die Kernenergie entschieden, aus Überzeugung. Ja, war nichts gegen die Wasserkraft oder die Erneuerbaren, habe ich auch nicht gesehen. Aber wie gesagt, meine Heimat ist da drin. Und auch die Heimat um das Kraftwerksgelände herum habe vom Atomzeitalter profitiert. So wie Essenbach. Das Kernkraftwerk liegt auf dem Gemeindegebiet. Am Ortseingang fällt die modern anmutende Veranstaltungshalle auf. Ungewöhnlich für so einen kleinen Ort. Gebaut wurde die beliebte Location, als Fritz Wittmann Bürgermeister war. Die Gemeinde profitierte lange von den hohen Gewerbesteuereinnahmen. Das macht es leichter. Man muss heute nicht groß in Verschuldung gehen, sondern kann das möglicherweise aus der Kasse finanzieren. Und von daher hat uns die Unterstützung der Kernkraftwerke natürlich einiges möglich gemacht. Dass so der Rückhalt in der Bevölkerung für Atomenergie auch ein Stück gekauft sein könnte, findet er nicht. Und wie sehen die Anwohnerinnen und Anwohner die Abschaltung ihres Kraftwerks? Ich sehe es jetzt schon so, dass jetzt Atomenergie nicht pauschal die Zukunft sein soll. Da bin ich ganz fürs Abschalten. Aber ich finde es jetzt einfach den bescheuertsten Zeitpunkt. Weil das ja alles noch nicht ganz so sicher ist, ob das alles so umsetzbar ist mit den alternativen Energiemitteln. Also von daher. Ich finde es schade, dass wir die abschalten und im Ausland an den Grenzen werden es aufgebaut. Das passt nicht für mich. Leben mit dem Blick auf den riesigen Kühlturm. Die Nähe zum Kernkraftwerk musste sie öfter mal verdrängen, erzählt mir Julia Haider, die ich in Niedereichbach treffe. Die Wolke über dem Turm wird sie vielleicht vermissen, mehr aber nicht. Weil es doch irgendwie ein Risiko auch birgt. Man hat ja gehört, was in anderen Ländern schon passiert ist und dann kommen Unsicherheiten auf und man fragt sich schon, was passiert, wenn da mal ein Unglück geschieht und wie geht es dann hier weiter. Mit ihrer Meinung sieht sich Julia hier eher in der Minderheit. Was allen bleibt, ist dieses abgeschottete Gebäude auf dem Kraftwerksgelände. Hier landen die alten Brennelemente. Eingelagert in 6 Meter hohen Castor-Behältern wie diesem, der noch nicht befüllt ist. Wie lange sie an diesem Ort bleiben, völlig unklar. Ein Endlager wird es auf Jahrzehnte hinaus nicht geben. Das heißt, wir werden eine verlängerte Zwischenlagerung benötigen und darauf bereiten wir uns jetzt schon vor. Eine Dauerlösung dürfe das jedoch nicht werden. Eine oberirdische Zwischenlagerung ist eine temporär sichere, aber sie ist nicht die sicherste Lagermöglichkeit. Die Atomkraft hat die Region über Generationen geprägt. Doch für die hochradioaktiven Abfälle gibt es nach wie vor keine abschließende Lösung. Sie werden bleiben. Es ist das Erbe des Atomzeitalters für nachfolgende Generationen.